Promi-Geflüster heute mal wieder aus dem schönen Homeoffice sozusagen und sommerlicher Hintergrund, Rapsfelder, macht ja alles unser grüner Hintergrund möglich. Wir können da verschiedene Sachen reinbauen. Das hat gerade auch schon mein heutiger Interviewgast gesehen, was da mit dem Programm alles möglich ist. Erstaunt nur so, und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Norman Langen, grüße dich. Hallo, lieber Frank, hallo. Das Programm macht schon Laune da irgendwie, oder? Ja, absolut. Ich bin total begeistert, was du damit alles machen kannst und wie du da hin und her switchen kannst. Ich bin wirklich geflecht. Also da habe ich jetzt wirklich großes Interesse dran gefunden. So soll es sein, genau. Denn ich sage mal, seit der Krise machen viele ja hier so Interviews über Skype, über Online, Instagram etc. Und ich glaube, die werden jetzt alle mittlerweile hier zum Regisseur und Bildcutter, wie auch immer, oder? Ja, also man muss sich natürlich was einfallen lassen. Und ich war jetzt tatsächlich auch vor ein paar Tagen das zweite Mal bei so einer Schlagerparty mit dabei im Prinzip auf Instagram, wo man sich dann quasi unter den Kollegen trifft. Ja, dann geht man zu jedem Kollegen irgendwie auf den Kanal und dann quatscht man kurz mit dem, dann wird das Zepter zu einem anderen übergeben und dann muss man von dem Kanal zu dem anderen Kanal und es ist wirklich Wahnsinn, was da momentan möglich ist und wie die Schlagerfans aber auch mitziehen, ja, dass man trotzdem auch seine Singles singen kann, wie jetzt in meinem Fall die neue Senorita, die jetzt am Freitag erscheint. Also es wird immer mehr und ich bin froh, dass es die Möglichkeiten gibt. Ja, ganz genau. Und auch am Wochenende, am Sonntag, natürlich bei immer wieder sonntags mit dabei, die dritte Sendung auch schon wieder und das Ganze ohne Publikum. Ja. Was erhoffst du dir oder mit welchen Erwartungen gehst du hin? Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das da wird. Also natürlich immer wieder sonntags. Ich bin jetzt seit 10 Jahren Berufsmusiker und seit 10 Jahren kenne ich auch immer wieder sonntags. Und es war immer was ganz Besonderes, da auf der Bühne zu stehen. Das Publikum ist sehr nah. Auch nach der Sendung steht man halt noch auf der Bühne und schreibt ellenlang Autogramme, damit auch jeder sein Autogramm bekommt. Und das fällt einfach mal weg dieses Jahr. Ich kann mir das kaum vorstellen, wie es sein wird. Ich denke, es wird irgendwie geistermäßig sein, auch im Backstage-Bereich. Aber letztendlich bin ich froh, dass die Sendung läuft und dass man trotzdem die Plattform geboten bekommt, dann noch seine Platten vorstellen zu dürfen. Und ich finde auch, dass Stefan das mega gut macht. Auf alle Fälle, das sehe ich auch so. Und ich denke auch mal, die Kollegen im Publikum, die geben natürlich dann zumindest den Applaus, den man sonst eigentlich auch erwartet, denke ich doch, ne? Ja, ich habe definitiv mal sonntags reingeschaut und natürlich ist es auch was anderes, wenn man dann als Künstler 2 Stunden da in der Sendung sitzt und nicht im Backstage ist. Mhm. Aber man hat halt auch mal die Möglichkeit, es direkt live zu erleben, was der Kollege da oben auf der Bühne macht. Und dann kann ich mir vorstellen, dass da natürlich direkt der Funke überspringt und man auch froh ist, da mal richtig applaudieren zu können, was die Kollegen ja sonst, wenn man im Backstage ist, gar nicht mitbekommen. Ja. Jetzt die Single, die du gerade erwähnt hast, die ist ja auf deinem aktuellen Album drauf. Das liegt jetzt auch knapp schon wieder ein Jahr zurück, gell? Ja, die aktuelle Single ist ja, was der DJ verbindet, die ist noch vom letzten Album. Und jetzt am Freitag kommt die neue Single, die heißt Senorita. Und die war nicht auf dem Album drauf, das ist was ganz Neues. Okay. Und das ist dann wieder was Sommerliches und wieder was, wo man wirklich schön eigentlich die tollen sonnigen Tage genießen kann. Ja, apropos sonnige Tage, wenn jetzt die ganze Krise hoffentlich irgendwann mal vorbeigeht und jetzt auch wieder alles ein bisschen gelockerter wird, auf was freust du dich? Also letztendlich freue ich mich tatsächlich am meisten, mich mit meinen Freunden nochmal treffen zu können, im Biergarten da lecker ein Bierchen zu trinken. Ich meine, jetzt ist man halt wirklich die ganzen Wochen zu Hause und ich liebe auch mein Zuhause. Wir haben einen schönen Garten machen können, also beschäftigt war ich schon. Aber nur den Garten zu sehen, macht halt auch nicht wirklich Spaß. Okay. Und letztendlich freue ich mich eigentlich auf alles das, was kommt, wenn man auch zum Beispiel diese Masken nicht mehr tragen muss. Ich meine, das ist natürlich wichtig, dass wir das alles irgendwie in den Griff bekommen. Aber die Masken finde ich schon ziemlich befremdlich. Und die ganze Mimik ist im Prinzip weg. Man kann nur von den Augen ablesen. Und ja, das ist sehr, sehr schade alles. Also ich will hoffen, dass es bald ein bisschen nachlässt und die Masken dann auch wieder wegfliegen können. Ja, da habe ich eigentlich auch ein bisschen den Eindruck gehabt, die letzten Tage, als ich beim Einkaufen war, gerade auch Bäcker, da durften ja auch immer bloß noch 4 Personen gerade anstehen, der Rest muss draußen werden, wenn du rauskommst.
Und man sagt dann mal so zum Spaß, so, der Nächste bitte kann reinkommen. Die Leute schauen einen an, wie wenn man vom anderen Stamm kommt. Ich weiß nicht, geht es dir auch so? Ja, also bei uns ist das ja alles so ein bisschen extremer gewesen. Ich komme ja aus dem Kreis Heinsberg, das war ja quasi das Epizentrum Nummer eins. Und wir haben hier ganz, ganz viele gruselige Sachen erlebt irgendwie. Anfangs haben wir das alles relativ entspannt gesehen hier im Kreis und haben auch gesagt, hey, da müssen wir jetzt durch und dann geht es auch wieder bergauf. Aber schlimm war dann halt wirklich die Reaktion, zum Beispiel aus den Niederlanden. Wir wohnen ja direkt hier an der Grenze. Wenn ich hier die Haustür rausgehe, bin ich in 5 Minuten zu Fuß drüben. Und die haben dann aufgeblinkt, weil die gesehen haben, wir haben HS-Kennzeichen. Wenn du jetzt aus dem Kreis rausgefahren bist mit deinem Fahrzeug, da wurde der Wagen verkratzt. Ja, und das sind natürlich schon irgendwelche Szenen, die sich da abgespielt haben, wo man sich fragt, wo sind wir denn gelandet? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir Heinsberger das Virus erfunden haben und dann in die Welt gesetzt haben, aber es wurde dann irgendwie getan. Und es ist dann schon ein bisschen spooky. Meine Frau, die arbeitet ja momentan bei der Produktion der Let's Dance-Sendung auf RTL und war tatsächlich vor einigen Wochen mit die Erste, die nach Hause geschickt wurde mit den Worten, du kommst aus dem Kreis Heinsberg und wir bitten dich jetzt Homeoffice zu machen. Und das war dann erstmal für meine Frau natürlich ein Schock, wie, ich soll jetzt von zu Hause arbeiten. Und ich war auch total überrascht, weil es da noch gar nicht so verbreitet war und noch gar nicht so schlimm war. Und dann letztendlich, ja, hat sie ja wochenlang jetzt zu Hause gearbeitet und ich glaube, sie ist jetzt dann, heute hat sie die zweite oder die dritte Probe tatsächlich wieder im Studio. Und wir sind froh, dass es da zumindest jetzt wieder so ein bisschen zur Normalität zurückkehrt. Ja. Hoffen wir mal nur, dass nicht das Ganze irgendwo wieder zurückkommt, denn teilweise sind ja schon gewaltige Zusammenkünfte. Hier bei uns gibt es auch einen Skaterpark und so weiter. Also die jungen Leute, die irgendwie haben es da, glaube ich, entweder noch nicht so richtig verstanden oder nehmen schon wieder zu locker. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass man definitiv die Lockerungen annehmen kann und soll. Ja, also ich meine, wir haben uns ja wirklich alle am Riemen gerissen. Das sieht man ja ganz klar an den Zahlen. Richtig. Ich bin aber auch ein Freund davon, es langsam angehen zu lassen. Und da bin ich auch ganz auf der Seite von der Frau Merkel, wo ich dann wirklich sage, okay, die Lockerungen sind da und die kommen, aber jeder ist jetzt verantwortlich, dass es auch irgendwie im Rahmen bleibt. Und wenn man sich natürlich dann zu einfach macht und im Prinzip direkt von Tag 1 an wieder alles so weiterführt, wie es vor dieser großen Corona-Geschichte war, sehe ich da eigentlich sehr, sehr schwarz, wie es zum Ende des Jahres hin aussieht, ja. Also wenn da natürlich nochmal alles so anfängt, wie es vor ein paar Wochen angefangen hat und wieder die Auftritte alle abgesagt werden und so weiter und so fort, ich glaube, dann wird der ein oder andere Künstler auch, der es jetzt vielleicht gerade noch überlebt und schafft finanziell, ganz, ganz große Probleme bekommen. Denke ich auch, denke ich auch. Ich meine, wir können uns eigentlich alle insgesamt ja noch glücklich schätzen, wenn wir jetzt natürlich so Situationen gehabt hätten wie in Italien oder Spanien oder sonst wo, da im südlicheren Gefilden, dann könnte man es eher noch verstehen, ja, mit hier Freiheitsberaubungen, wie sie alle tönen sonst, ne? Ja, das sehe ich genauso. Natürlich, es gibt ja viele, die sagen, es ist unser Grundrecht und so weiter und so fort. Und es ist natürlich auch ein heikles Thema. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass die Leute, die nicht wirklich schlimm betroffen sind, diejenigen sind, die am lautesten danach schreien. Aber man muss halt auch wirklich die Fakten sehen und muss da, glaube ich, auch realistisch an die Sache gehen. Und es ist nicht damit zu scherzen, sonst wären nicht so viele Leute daran gestorben. So ist es. Und natürlich ist unser Grundrecht jetzt irgendwie angegriffen, aber es ist ja nicht, weil man uns jetzt irgendwie zanken möchte, sondern es geht da einfach darum, diejenigen zu schützen, die Genau. vorbelastet sind, damit die halt auch das Recht haben, weiter gesund zu leben. Genau, so ist es richtig. Und mit Musik wird natürlich alles viel einfacher. Man kann da doch einiges wieder entspannter sehen, denke ich mal. Die neue Single, wie gesagt, nochmal, ist bestimmt eine Zahl Vorbote für ein neues Album. Was ist da geplant? Ja, also albumtechnisch machen wir erstmal gar nichts. Also ich hatte ja immer so einen Rhythmus von 2 Jahren. Alle 2 Jahre kam ein neues Album auf den Markt. Und wir machen es jetzt erstmal so, dass wir verschiedene Singles aufnehmen werden, die dann auskoppeln und dann vielleicht nach einer gewissen Zeit ein schönes Album zusammenstellen, wo dann diese Stücke, die wir veröffentlicht haben, mit drauf sind und vielleicht auch in anderen Variationen drauf sind, in anderen Versionen drauf sind. Aber erstmal ist das Hauptaugenmerk tatsächlich bei den verschiedenen Singles.
Und ja, Senorita ist halt die erste Single in diesem Jahr, die ganz frisch dann ist. Und es war total spektakulär, weil es war ganz am Anfang der Corona-Geschichte, als wir noch nicht zu Hause bleiben sollten, hatte ich diesen Titel aufgenommen. Und es hieß dann natürlich, weil hauptsächlich gestreamt wird und runtergeladen wird, wir brauchen natürlich auch ein Video dazu. Und man kennt ja die letzten Videos von mir, die sind dann irgendwo im Ausland entstanden, mit einer gut aussehenden Frau, meistens wo Palmen und Strand sind. Und das haben wir natürlich versucht auch zu rekonstruieren. Aber letztendlich ist mein Strand und die Palmen in Köln in einem Beachclub gewesen. Ja, also der Beachclub ist geschlossen und da hat man sich dann mit dem Team getroffen, hat natürlich Abstand gehalten, die Maske, die mich da geschminkt hat, hatte Mundschutz an und Handschuhe an. Und das ist tatsächlich nach 10 Jahren das erste Video, wo kein Model mitspielen wird, um diejenige welche zu spielen. Also es war auch mit den Dreharbeiten und in der Produktion ziemlich aufwendig und interessant, das mal so zu drehen, dass alle sicher sind und man aber im Video nicht direkt sieht, dass ich in Deutschland bin zum Beispiel. Somit wurden zum Beispiel jetzt Drohnenaufnahmen ja aus den letzten Videos verwendet, die irgendwie noch im Archiv lagen, damit man zumindest beim Video das Gefühl hat, hey, der ist wirklich irgendwo im Süden unterwegs und singt das Senorita. Okay, aber da sieht man mal, man muss gar nicht wirklich unbedingt so weit raus. Es gibt auch schöne Flecken und Möglichkeiten auch in Deutschland, ne? Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass die Plattenfirma das jetzt erkennt und ich demnächst nicht mehr ins Ausland fliegen darf. Darf man gar Aber nicht mehr so weit weg, ne? ja, Ja, gut, richtig. genau. Aber letztendlich geht es ja auch um die Sache und es ist ein schönes Video geworden, passend zu dem Titel, den ich einfach grandios finde. Sonst hätte Genau. ich ihn nicht aufgenommen. Und den gibt's ab Freitag, Ab oder? Freitag, genau. Also Und auch ab wenn hier. Samstag 15 Uhr kommt, da kommt dann die Videopremiere auf YouTube. Sehr gut. Wir verlinken es auf alle Fälle hier in unserem YouTube-Kanal mit Infokarte oder Infos unten in den ja, Mitteilungen sozusagen. Also wir schicken, Super. schreiben es da auf alle Fälle noch mit rein. Genau. Dankeschön. Na, das machen wir. Dann würde ich erstmal sagen, dir eine gute Anreise in den Europapark. Achterbahn fahren und so weiter ist ja auch noch nicht. Ist nicht. Ja. Nee, leider. Also so ruhig wirst du den Park nie wieder erleben, denke ich mal, ne? Ja, definitiv. Man hat uns ja tatsächlich auch schon Informationsblätter geschickt von irgendwelchen Restaurants, die jetzt Essen liefern, ins Hotel, wie zum Beispiel auch McDonald's, ja, weil einfach im Hotel auch nichts stattfindet. Also da hat keine Bar auf, das Restaurant hat zu und ich glaube, schon allein das wird total komisch sein. Wir sind ja in diesem Andalus-Hotel vom Europa-Park Rust. Und das ist ja wie so eine Burg aufgemacht. Und ich glaube, wenn da wirklich dann auch noch alles zu ist, kann das schon ein bisschen spooky werden. Aber ich habe ja meine Frau dabei und da kann man sich gegenseitig stützen und Ja. alles ist gut. Wenn das Wetter dann noch mitmacht, dann ist es ja auch wie in Spanien sozusagen dann, ne? Genau. Ja, das sowieso, das sowieso. Sehr gut. Also, dann eine tolle Sendung für den Sonntag. Dankeschön. Macht gute Stimmung und gute Laune. Die kommt sowieso rüber, klar, ganz klar. Und dann sehen wir uns hoffentlich recht bald mal wieder irgendwo live. Das hoffe ich Ich denke auch. mal, im Sommer über ist bei dir leider auch nicht viel an Auftritten, oder? Nee, also zum Sommer hin sind halt die meisten Veranstaltungen entweder verschoben oder abgesagt worden. Und die Bookings, die halt kommen sollten, haben die Veranstalter ihre Veranstaltung einfach gar nicht mehr weiter geplant und haben gesagt, hey, wir lassen es einfach sein dieses Jahr, das kann nur ins Auge gehen. Und bei vielen sagen wir jetzt, Gott sei Dank haben sie es gemacht, weil eigentlich die Zeit schon wieder, sie hätten es schon wieder umwerfen müssen. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich zum Ende des Jahres hin vielleicht noch den einen oder anderen Auftritt machen kann. Jetzt haben wir verstärkt Autokino-Auftritte und ich bin sehr gespannt, wie das auch wird. Habe ich ja auch noch nie vorher gemacht und dann heißt es einfach abwarten und die Daumen drücken. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass 2021 die Auftritte wieder laufen werden, aber dieses Jahr könnte es schwer werden. Hoffen wir es mal. Drücken wir die Daumen. Toi, toi, toi. Alles Gute und Jawohl. herzlichen Dank. Die Termine kann man natürlich alle auf deiner Homepage nachlesen, nehme ich an. Ne? Genau. Auf meiner Homepage kann man die Termine nachlesen. Ich glaube sogar tatsächlich, dass die Termine, die jetzt ausgefallen sind, noch da stehen. Also das Okay. müsste man ganz dringend eigentlich mal aktualisieren. Eigentlich haben wir ja die Zeit dazu, ne? Nutze es noch. Das Problem ist, dass ich meine Homepage nicht selber mache, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Okay. Und von daher kann ich das nicht einfach rausnehmen. Aber das ist gut, dass wir jetzt darüber sprechen, weil da habe ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht. Alles klar. Okay, wenn wir dann reinschauen, dann sieht es mit Sicherheit hoffentlich wieder
auf dem aktuellen Stand. Ne? Genau. Ja, also der aktuellste Stand ist eigentlich immer bei mir auf Facebook oder auf Alles Instagram. klar. Da bin ich auch selber irgendwie mittendrin, ja, und schreibe da meine Sachen und poste meine Dinge. Nur Homepage, das ist mir ein Level zu hoch. Ich meine, du hast mir ja eben schon das tolle Programm hier gezeigt, also wie ich mich da einklabüstet habe, wenn ich runterladen sollte. Dann Ich will gar nicht wissen. melde dich bei mir. Ich bin auf alle Fälle mit Rat und Tat stehe ich zur Seite. Das ist ein super Angebot, da werde ich mit Sicherheit drauf zurückkommen, mit Sehr gerne. Sicherheit. Kannst gerne auch die Kollegen dann noch ein bisschen Werbung machen, dass es da was Tolles gibt. Dann werden Aha. wir da zu den Profis, ne? Ja, genau. Erstmal muss ich es können, damit ich dann auch strunzen kann. Alles klar. Lieber Norman, alles Gute nochmal und schöne Grüße an deine Frau und natürlich auch an den Kleinen. Unbekannterweise alles, ne? Und dann Dankeschön. kriegen wir das hin. Ne? Dankeschön. Alles Gute und danke fürs Gespräch. Gerne, bis dann. Tschüss.